Hallo, schön, dass ihr mir zuhört. Ich grüße euch. Ich möchte heute über ein Thema berichten, was mir irgendwie ein bisschen schief im Magen liegt. Und das ist das Thema Akku. Ein Akku, weitläufig auch vielleicht eine Batterie, eine Bleibatterie. Aber wir sind in einer Gesellschaft, wo die Akkus ja extrem zunehmen. Ich selbst habe natürlich damit Erfahrung gesammelt. Wenn ich mein kleines Sportprogramm mache, das ist natürlich da nicht unbedingt mit drauf. Danach mache ich es oft so, dass ich meinen kleinen Hubschrauber nehme, so ein kleines Modell. Hier sind wieder aufladbare Akkus drin, solche Dinger, die ich auflade, wo ich ein paar Geräte betreibe. Und hier, der hat natürlich einen festen Akku, den kann man vielleicht auch austauschen. Aber es ist sicherlich so, dass so ein Hubschrauber, nach 350 Mal fliegt man mit dem, bis der Akku leer ist, und dann lässt der Akku schon wirklich nach. Das ist hier mein vierter Hubschrauber. Ich hatte zwischenzeitlich auch größere, kleinere. Die ersten waren, das kostet ja hier nur 20 Euro. Und es macht echt Spaß, den also hochzubringen und dann wirklich zu korrigieren und zu steuern. Das ist also eine leichte geistige Tätigkeit. Und das macht mir Spaß. Und insofern, ja, setze ich hier einen Akku ein. Ich habe auch das Handy, mit dem ich jetzt aufnehme, da setze ich auch einen Akku ein. Es gibt eben bestimmte Bereiche, wo wir Energie speichern wollen und um sie dann verfügbar zu haben für elektrische Geräte. Gut, das war der Hubschrauber. Jetzt geht es aber weiter. In unserer Gesellschaft, und das fällt mir jetzt immer mehr auf, ich habe nämlich meine Prospekte vom Samstag, wir kriegen immer so ein kleines Blättchen, Merker hier bei uns, und das ist eine Menge Werbung. Und mir ist aufgefallen im letzten Jahr schon, ich habe mal hier so ein bisschen was. Also hier gibt es zum Beispiel einen Staubsauger, einen Akkustaubsauger, am besten auch vorne mit Beleuchtung noch, um Gottes Willen. Ja, wir haben hier Medimax, da gibt es zum Beispiel Handys natürlich, ja. Hier die nächste Seite, das ist alles die ganzen Handys, die Laptops und so weiter, klar mit Akku. Wenn es um Werkzeuge gibt, was ist das hier? Bauhaus, die Rückseite. Jetzt wollte ich mal gucken, hier scheint wohl auch eine Maschine zu sein ohne Akku. Gratis Akku enthalten, ja? Hier alle Akkusgeräte. Da kannst du einen Akkuschrauber, eine Flex. Lauter Akkus und so weiter. Sowas hatte ich. Ich bin ja zuerst auch letztendlich darauf reingefallen. Ich meine, dass man einen Akkuschrauber, wenn jetzt ein Handwerker den wirklich jeden Tag benutzt, dann kann man natürlich darüber nachdenken. Aber meine Erfahrung ist, man kauft sich so ein Ding, man benutzt es dann vielleicht irgendwie nach einem halben Jahr und will es mal richtig rannehmen und merkt dann, das ist der Akku ständig leer, dann musst du den wieder laden. Also es funktioniert auf längere Dauer, wenn du was schrauben willst, nicht richtig gut. Die modernen vielleicht besser. Und wenn du ihn dann vergisst über Winter, nicht nachlädst, du kannst ja nicht diese ganzen Geräte immer angeschlossen haben. Wenn du ihn dann wieder rausholst, auf einmal merkst du, oh, der ist halb tot, der Akku, den musst du wieder erstmal hochpäppeln. Und ich zeig mal noch mehr Prospekte. Ja, Akkulicht fürs Fahrrad habe ich auch. Ist auch irgendwie praktisch. Sind aber auch wirklich nur kleine Akkus oft. Hier auch. Akkuschrauber, weiß nicht, wer das ist, hier bei Aldi. Hier den nächsten Baumarkt, da gibt es ja wunderbare Makita-Schrauber, auch mit Akku, habe ich auch noch zu liegen, einen kaputten, wo der Akku kaputt ist. Du kriegst es ja auch nicht mehr wieder raus, die Akkus, die sind ja da drin. Als ich meine erste Wohnung bezogen habe, das ist schon viele, viele Jahre her, da war die Vermieterin und die kam dann zu mir. Und sagte, ach, Sie sind Ingenieur, aha, sind Sie auch so handwerklich? Ja, ich sage, naja, bin handwerklich. Ja, ich habe so einen Akku, Staubsauger, so ein Handgerät. Und da gehen die Akkus nicht mehr. Können Sie nicht den mir irgendwie reparieren oder so? Ich sage, na, um Gottes Willen, dann muss man halt aufmachen.
Ich glaube, ich habe dir den auch repariert. Ich habe gesagt, na gut, geben Sie mir den, habe den aufgeschraubt, versucht dieses zu besorgen. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Sache ausgegangen ist. Ich glaube, ich habe ihn repariert, aber habe mir dann auch gesagt, also das ist besser, wenn man saugt, den ans Stromnetz anzuschließen. Hier gibt es auch einen Haufen Gartengeräte. Ja, vom sogar ein Akku, Rasenmäher und Akku, Rasentrimmer und eine Heckenschere. Alles wahnsinnig praktische Sachen. Wenn man in einem, was ist das hier, Netto, wenn man Fahrräder angeboten bekommt, man kann Fahrräder bestellen, dann findet man so etwas. Ein Fahrrad mit Akku, ein Elektrofahrrad, so ein Fahrrad, ein Elektroroller, ein Elektroklappbike. Ein normales Fahrrad ist da gar nicht mehr drin. So, hier mein schönen Globus-Baumarkt. Ist es natürlich genau dieselbe, dieses ganze Gartenprogramm, alles Akkus. Ich habe, sagen wir mal, von den Handwerkzeugen dreimal eigentlich, würde ich so sagen, die Erfahrung gemacht, dass die Akkus nach 4 Jahren, 5 Jahren im Grunde Schrott sind und man die ganze Sache wegschmeißen muss. Und die Aussage, behaupte ich einfach, bezieht sich auf all das, was ich gezeigt habe. Du kaufst dir ein Elektrofahrrad und nach 10 Jahren ist das Ding Schrott. Du kaufst dir ein altes Fahrrad, was schon 50 Jahre alt ist, und du kannst es nochmal 50 Jahre fahren. Oder du kaufst dir ein Fahrrad, was eben keinen Akku hat. Das gleiche gilt für die Kinderspielzeuge meiner Kinder, irgendwelche ferngesteuerten Autos. Und jetzt geht es auch noch weiter. Die Sache ist ja noch nicht zu Ende. Der nächste Schritt ist ja, was in Deutschland richtig gut gefördert wird, sind ja die Akkuautos. Man darf ja nicht vergessen, dass bei der Herstellung von Akkus bestimmte Elemente gebraucht werden, die müssen abgebaut werden, die werden in diese Geräte eingebaut und landen dann im Prinzip auf dem Müll. Recycling funktioniert eben noch nicht. So ungefähr wie der Plastik im Meer landen die ganzen Akkus auf den Müllhalden. Und es ist sicherlich sehr schwer, die Rohstoffe wieder zurückzugewinnen. Und ich glaube, dass eine Gesellschaft, die überleben will, einigermaßen vernünftig, sich so etwas nicht leisten kann, diese Blindheit. Eine Sache habe ich noch vergessen für die Freunde von Booten. Ein Bootsmotor kann man ja auch mit Akku betreiben. Da wird man auch nur 10 Jahre dran Freude haben oder sich sehr teure Akkus dann weiterkaufen müssen. Das funktioniert, glaube ich, langfristig auch eben nicht. Lange Rede, gar keinen Sinn. Verzichtet möglichst auf Akku, das würde ich so sagen. Diese ganzen Geräte kurbeln natürlich unsere Wirtschaft an und schaffen Arbeitsplätze und so weiter. Sie schaffen aber nebenbei so viel Müll und Verschmutzung, und unser Leben wird dadurch ganz bestimmt nicht einfacher oder für die uns nachfolgende Generation, die es sowieso schwer haben wird. Die belasten wir mit so etwas noch zusätzlich. Ja, das wollte ich erstmal loswerden. Über die Autos, ein Vergleich jetzt, was man überhaupt für ein Auto heute noch fahren kann. Natürlich so wenig wie möglich, so sparsam wie möglich. Also ein Auto muss ja leicht sein, klein sein, sparsam sein. Das können die Elektroautos natürlich nicht erfüllen. Und das ist auch nicht der Werbeslogan eigentlich in Wirklichkeit. Gut, danke, tschüss.